Ich begrüße euch. Willkommen zurück zu Shovel Knight. Wir sind hier in der Burg, wo King Knight ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, was ist das für ein Ding da unten, was die ganze Zeit hin und her wackelt? Ich will es herausfinden und deswegen gehe ich jetzt auch sofort dahin und hau mal gegen. Oh, wow. Es ist ein Buch. Oh, man kann davon abspringen. Cool. Und kommt dann hier hoch. Und es geht auch aus. Okay, also es wird wahrscheinlich nachher auch gezeitete Dinger geben. Ich bin gespannt. So, aber zuvor haben wir ja noch gestern im letzten Part den Dingens hier freigeschaltet, den Weg. Und da wollten wir mal schauen, was da gibt. Und anscheinend gibt es da eine Musikrolle. Und Mäuse. Und ziemlich viele. Ziemlich viele kleine Punkte. Boah, das war knapp. Naja, wir sind nah am Checkpoint, also von daher ist es halb so schlimm, wenn ich gestorben wäre. Aber ich möchte nicht sterben. Auch wenn wir nur wenig Leben haben. Komm schon. Gut. Vorbei. Zurück, Dingens holen, weiter springen. Warten auf diese komische Kacke da. Komm schon, weg. Weg. Das ist wirklich knappe Messen hier. Nein! Drei Pakete sind uns davon gekommen. Also es passiert anscheinend so, dass wenn man verliert, man Gold verliert und dieses Gold. Ah, okay. Unser Ding jetzt wurde gespeichert. Gut. Und dieses Gold kann man wohl wieder bekommen, ähnlich wie bei Zombie U seine Sachen. Gefällt mir. Also es ist nicht komplett unfair, wenn man mal verreckt. So dass man ziemlich alles verliert. Ist ja noch freundlich und alles. Nur da ranzukommen ist wahrscheinlich arschig. Na. Oh Mann. Das ist ziemlich blöd. Ich hab davon gesprochen, ich wollte nicht sterben. Jetzt bin ich schon zweimal gestorben. Ah, so ein Dreck aber auch. Ist aber nicht leicht, muss ich sagen. Diese Sprünge mit einem Platz dazwischen. Nee. Böse Maus. Uiuiui. Das ist wirklich gemein, die Stelle. Brutal. Bombe. Oha, der ganze Hintergrund fängt an zu wummern dabei. Ah. Natürlich gibt es hier immer hinter irgendwas versteckt. Oh, der Greif. Ah. Ich bin so ein Depp. Ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp. Ich bin ein Depp. Ein Deputy, ein Deputy, ein Deputy. Tötet nicht den Deputy. Wenn man es einmal raus hat, sind die relativ einfach. So, finaler Checkpoint anscheinend, okay. Immer mal checken, ob es irgendwo was versteckt gibt bei diesen Bannern. Weiß ja nie. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Abgrund? Weiß ich ja nicht. Oh. Oh, man kann die Checkpoints zerstören. Moment. Das ist ja lustig. Wahrscheinlich nicht so toll. Ein Eindringling ist unter uns. Hinfort aus unserem Thronsaal, Bube. Ich bin nicht weniger ein Eindringling als du. Du bist nicht mal ein richtiger König. Oh, da irrst du aber. Die Verzauberin hat mein königliches Ich anerkannt. Und nun beugen alle das Haupt.
Du bist nichts als ein dekadenter Dandy. Wow. Doch jetzt soll dir Gerechtigkeit widerfahren. Die Gerechtigkeit der Schaufel. Ruhe! Das war nett. Der springt immer direkt auf mich. Au! Friss! Das hier! Du bist nett, weißt du das? Ich hab Magie. Hast du auch Magie? Ich glaube nicht. Ich hab keine Magie mehr. Okay. Ich denke mal, das mit dem Fangschuss ist die einfachste Variante hier. Er kann sich nicht dagegen wehren und... Oh wow. Was nicht? Treffer und Treffer und Treffer. Ja, das ist eine gute Methode. Das ist eine relativ solide Methode, muss ich sagen. Und da haben wir Knight. King Knight besiegt. Knight King Knight. Klingt wirklich wie ein Name. Easy Mode. Easy Mode. Und wir legen uns erneut hin, um zu rasten. Und wachen auf. Wenn wir mal springen. Grab dies. Feuer aus, Feuer aus. Grab das Feuer aus. Ach, das ist ein Luffer, einer. Der wirkt auf mich so wie so ein Hammerbruder. Also wirklich wie aus Super Mario Bros. 3. Die einfach so auftauchen in der Welt. Hab dich. Gib mir meine Truhe und meinen Schatz. Du bist besiegt. Vollständig. Und du ebenfalls. Sei zerstört. Gibt's hier irgendwas Besonderes oder so? Oder. Nö. Wirklich nur wie Hammerbrüder, wo es eine Truhe gibt. Okay. Nehme ich gerne hin. Kingnet haben wir besiegt. Das heißt, im Dorf müsste jetzt irgendwas auf uns warten. Frage ist nur, was? Ach ja, wir haben eine neue Musikrolle gekriegt. Drei Notenblätter. Klar. Der Zufall. Letzte Woche wurde ich aus der Saftbar ausgesperrt. Wer bist du denn? So eine Art Badenkeeper? Wow. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Gut, wer wollte, dass ich Kingnet umbringe? Da gab es irgendjemanden, der Kingnet tot sehen wollte. Der König. King Knight regiert nicht mehr. Hi, Sir. Also nicht Hussa? Nun kann ich über Stolzmoor herrschen. Hurra! Kann's kaum erwarten, Feder und Schnabel zu begrüßen. Die können's wahrscheinlich gar nicht erst erwarten, mich zu sehen. Cool. Gibt's eine Belohnung? Nö. So ein Drecksack. So ein Drecksack, gibt keine Belohnung dafür. Undankbarer König. Weg mit deinem Ball. Ich bin's wirklich. Hurra. Weg mit deinem Ball. Weg mit deinem Ball. Weg mit deinem Ball. Weg mit deinem Ball. Ich kann den nicht aus der Stadt entfernen. Schade. Gehen wir zum Lichhof. Zu Spectre Knight. Damit wir die ganz große Überraschung bekommen. Haha. Die Erde. Was? In die Erde damit. Wow, das ist hart Castlevania gerade. Gefällt mir.
Aha. Interessant. Oh, das ist ein Elektrofrosch. Drecksack. Ah, das ist wirklich interessant. Ich sehe was. Aha. Au. Komm her, du scheiß Frosch. Ah, das gibt's doch gar nicht. Wieso machen mir Frösche immer so Probleme in Spielen? Moment. Wie komme ich da hoch? Oh. Geister. Kann ich auch besiegen? Vermutet man nein. Ich vermute mal ganz stark nein. Schwerter funktioniert da auch nicht gegen Bombe. Oh. Bombe. Moment. Blöd. Ah, wobei, doch nicht so blöd. Oh, Kiste. Da. Tolle Sache. Ziemlich viel Gold. Ja. Hey, nicht kopflos werden. Hahaha. Ach ja. Checkpoint. Nur eine Kopfhörer verloren. Ah. Weiß auch warum. Weil ich die brauche, um da hochzukommen. Das ist nicht so toll. Bist du wieder da? Du bist wieder da. Hier oben. Hier oben. Leute. Hier oben. So, Drecksack. Kommst du her? Gibt's doch gar nicht. Muss er wahrscheinlich von der anderen Seite rangehen oder so. Na, so ein dummes Scheißding. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee, wie ich da rankomme. Naja, ich muss den erstmal durchlassen und zerstören am besten. So. Nö, funktioniert nicht. Doof. Seit. Ich würde sagen, sei zerstört. Skeleton King. Ui. Ah, ich bin über dir. Ich bin über dir. Du kannst mir nichts tun. Fangschuss OP. Aha. Fangschuss OP. Und ich wette, da links war das Ding da. Au. Ich hasse sowas, ohne Scheiß. Ich komme darauf voll nicht klar auf diese Elektrofrische. Oder darauf, dass ich hier nicht hochkomme. Den Weg, den ich meine. So. So. Und hoch und Frosch. Stampf. Stampf. Da besiegt. Gut. Oh nein, das ist dunkel. Ah, okay, hier kann man durchlaufen. Na, wo sind die Abgründe hier? Ich warte nur drauf. Checkpoint. Wir gehen ja ein bisschen. Ha. Ups. Secrets. Und Leben. Gefällt mir diese Secret-Sachen. Darf ich das Wasser berühren? Ich vermute mal nein. Wäre vielleicht zu einfach dann. Ja, da ist einer.
Ja, das Wasser scheint tot zu sein. Ich meine, Ritter können ja nicht schwimmen, ne? Mit schwerer Rüstung. Genauso wenig kann man die ganze Zeit rumsitzen in der gleichen Position. Oh, das wird lustig. Hab. Geschafft. Man sieht seinen Schatten so ein bisschen. Das kann man noch erledigen. Was? Oh. Interessant. Also wir brauchen zwei Leute da drauf, dann gehen die runter. Vorher nicht. Das Ding ist doof. Komm her, du Frosch. Komm her. Hab dich. Ha. Nicht so toll. Nicht so toll. Geh weg. Oh, ich hasse Insta-Death-Stacheln, ey. Und dann noch dunkel. Kann ich eigentlich? Nö, nicht mal hell machen kann ich. Ah, okay, da geht über die ganze Plattform hinweg. Oh. Wow. Moment, mag ich den wirklich zerstören? Das ist eine gute Frage. Mag ich den zerstören? Ich glaube nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche den. Oder so. Naja, egal. Oder auch nicht. Ich brauche den Kopf davon. Also von dem komischen Skelett-Typi. Komm her, du. Na komm. Döp. 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 Böse Skelett-Typis. Na, wer von euch hat Bomben drin? Vermuten wir beide irgendwie. Ne, du nicht. Du hast wahrscheinlich Bomben drin. Muss aber erstmal hinkommen. Mit der Hilfe einer von den beiden Skeletten, die ich gerade getötet habe. Toll. Oh, das ist ein Checkpoint. Also, was? Checkpoint. Kann mich mal erstmal. Bombe. Da ist nichts. Okay. Oh, Arsch. Warum wollen die, dass ich hier unten lang gehe? Oh, damit ich zurückkomme. Nachdem ich erstmal Christian geholfen habe. Ob im Dorf oder oder unterwegs. Ich habe die besten Angebote. Ja. Du wirst nicht glauben, was ich in dieser Kiste gefunden habe. Mal sehen. Ja. Ausblendermedaillon. Entrinne an Gefahren, aber nur für kurz. Okay. Wir wollen ja alle Relikte sammeln, glaube ich, ne? Entrille an Gefahren, aber nur für kurz. Selbst auf Dorn kannst du laufen. Oh. Drücke Y. Das ist cool. So, kommt hier hoch. Ah, ihr Mistviecher. Oh, ihr Mistviecher. Oh, die Mistviecher. Na, ihr habt noch zwei Leben. Dann kommen wir noch zum Checkpoint, der relativ nah liegt. Fuck.
gerade sagen, hätte ich jetzt noch verloren, das wäre hart geworden. Checkpoint. Was kommt denn da vorne? Eine Truhe. Ist es mir wert, fast zu sterben dadurch? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, aber... Wisst ihr was? Wir haben 20 Minuten. Von daher würde ich sagen, mach an dieser Stelle einen Cut. Das heißt, wie immer, wir machen die nächste Party weiter. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal mit eurem Schwert euer Zeichen einritzen oder einen Daumen hinterlassen. Könnt auch gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Mir macht es bisher ziemlich gut Spaß, das Spiel. Es ist ziemlich knifflig. Lebenssachen und so sind ziemlich hart. Und ich bin schon gespannt auf Spectre Knight, den wir dann im nächsten Part wahrscheinlich angehen werden. Und ja, ich freue mich drauf. Wenn es euch auch gefallen hat oder freuen wird, dann könnt ihr mal gerne schreiben in die Kommentare. Ich lese mir natürlich alles durch. Und ansonsten hört man sich im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.